Ein einsamer Zug, eine einsame Schiene. Dearest Thomas, einsame Felsen. These are not words I wish to write. My father has learned of our plans, my love. Yet there is more, far worse, that I wish you to understand, but I fear you may believe me taken with madness. My father seeks to use me, as I have come to believe he used my poor mother. He wishes me to sing for him as she did, to become the star attraction that will draw good folk to this accursed spit of land. My refusal to do so has led to my confinement here at Scare Hotel. Stop, Scare Island. I cannot explain further, but ask that you trust me. I beseech you to compose a melody for me, a counter to the song contained within this locket of my mother's. I realize this request will seem strange, that your first thought will be to come straight here. But without your composition, all hope of holding back the darkness gathering here will be lost. Your love, always, Elizabeth. Nur ein reines Herz vermag frei zu singen. Jawohl, der Zug steht. Wir sind angekommen. Und ich bin auch da. Da ist die Kamera. Servus, hallo und herzlich willkommen zu Made of Scare. Oder Scare, oder wie auch immer man das ausspricht. Ist walisisch, wahrscheinlich spricht man es Autobus aus oder irgendwie so. Keine Ahnung. Ja, wir sind mit einem, ich kann mich gar nicht bewegen, okay, wir sind mit dem Zug jetzt hier auf diese Scare-Insel gefahren, zum Scare-Hotel wollen wir und haben jetzt da ein Stückchen Notenpapier vor uns liegen, das schauen wir uns mal an. Notenblatt Thomas Evans, wir können das Ganze drehen mit R, jawohl, ich glaube das ist invertiert, das ist ja ekelhaft, okay, aber ist ja nicht schlimm. Solange man nur Sachen so drehen muss, sollte die restliche Steuerung auch irgendwie invertiert sein, dann muss ich mich dann nochmal im Optionsmenü der Sache annehmen. Ja, hier ist auf jeden Fall ein Notenblatt. Ich kann das drehen, ich kann aber sonst nichts damit anfangen. Okay. Okay, jetzt sind wir im Spiel. Es Bild ist ein kleines bisschen am Ruckeln. Ich habe die Bildwiederholrate mal auf Max oder halt auf ja, maximal eingestellt, damit wir hier auch so gut es geht irgendwie unsere 60 Frames haben, die ich ja sehr gern habe. Freundin sitzt neben mir, spielt ihr anderes Spiel und wirft mit dem Glas durch die Gegend. Naja, was soll's. Ja, also wir sind hier in den Zugabteil. Wir wollen jetzt da raus. Die 60 Bilder, wie gesagt, die sind relativ instabil noch im Moment, aber vielleicht ändert sich das ja im Verlauf des Spiels noch. Wenn es allerdings unschön bliebe oder noch schlimmer werden würde, kann ich das jederzeit im Optionsmenü auf 30 oder halt auf eine, ich sag jetzt mal, angenehme Framerate runtersetzen, damit das Ganze dann einigermaßen flüssig läuft. So, wir haben da eine... Es ist klar, dass ich meine Facecam immer in die falsche Ecke setze, ja, egal was ich tue, aber... Ich wollte es eigentlich links, aber dann würde es da oben das verdecken. Das ist egal. Im weiteren Spielverlauf werden wir hoffentlich nicht so oft in dieses Menü rein müssen. Und selbst wenn, naja, wir werden damit klarkommen. Ne? So, also ein Musikmedaillon. Das macht wohl also auch Musik, so wie das aussieht. Da ist nämlich so ein kleines Uhrwerk drin, wenn man so will. Das kann ich untersuchen. Ebenfalls mit dem rechten Stick drehen. Sehe sicherlich am PC alles schöner aus, aber das ist nun mal die PS4-Version. So. Und was haben wir da noch? Eben dieses Notenblatt, das haben wir jetzt auch eingepackt. Das kann ich benutzen. Was heißt denn benutzen in dem Sinne? Dass ich es jetzt bei mir trage, wahrscheinlich. Ich gucke nochmal ins Inventar. Wir haben ja noch die Möglichkeit, die R-Tasten bzw. L-Tasten zu benutzen.
Phonographen? Okay, an Phonographen wird gespeichert. Insoweit habe ich mich schon informiert. Ich glaube, das Spiel hat aber auch eine automatische Speicherfunktion. Aber es könnte gegen später wahrscheinlich Situationen geben, in denen man sich gerne sicher sein möchte, dass man nochmal gespeichert hat. So, da ist ein Brief. Ja, also doch Facecam denkbar schlecht positioniert, aber es geht einigermaßen. Scare Hotel Williams Inc. Williams Incorporated, 20. Oktober 1897. Liebster Thomas, mit schwerem Herzen schreibe ich dir diese Worte. Mein Vater hat von unseren Plänen erfahren, Liebster, doch ich muss dir noch mehr erzählen. Oh, das geht aber schnell hier mit dem Stick, du. Ah, ich muss dir noch mehr erzählen. Noch etwas viel Schrecklicheres. Aber ich fürchte, du könntest mich darüber für verrückt halten. Mein Vater hat vor, mich auszunutzen, wie er, so glaube ich zumindest, auch meine Mutter ausgenutzt hat. Er möchte, dass ich, wie auch meine Mutter zuvor, für ihn singe und eine Attraktion werde, die unschuldige Menschen auf diese verfluchte Insel locken soll. Das hat sie uns ja eben schon erzählt. Beziehungsweise, das wurde uns eben am Anfang des Spiels schon vorgelesen. Weil ich mich geweigert habe, hat er mich im Scare Hotel eingesperrt. Ich kann nicht mehr darüber erzählen, aber ich bitte dich, mir zu vertrauen. Ich flehe dich an, eine Melodie für mich zu komponieren, ein Gegenmittel zu dem Lied, das in diesem Medaillon meiner Mutter enthalten ist. Es ist mir klar, dass dir meine Bitte äußerst seltsam vorkommen mag, dass deine erste Reaktion darin bestehen wird, sofort hierher zu kommen. Aber ohne deine Komposition gibt es keine Hoffnung darauf, die Finsternis zu verhindern, die hier aufzieht. In ewiger Liebe, deine Elizabeth. Ich hoffe, dass jetzt nicht jedes Dokument hier in einer solch rasanten Geschwindigkeit durchgezuckelt wird. Gegebenenfalls muss ich vielleicht die Empfindlichkeit nachher im Menü nochmal ein bisschen anpassen. Gut. Steigen wir mal aus. Können wir rennen? Ja, wir können auch rennen, das ist super. Also ich gehe davon aus, dass wir hier aussteigen. Sollte auf jeden Fall raus, bevor der Zug weiterfährt. Da geht's lang. Da nicht. Da nicht. Okay, das Spiel sagt uns, wo es lang geht. So. Was haben wir denn hier? Scare Island. Ja, da sind wir jetzt. Scare. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Das ist eine Map von der besagten Insel. Das ist die Irische See. Das ist ein, will sagen, Bahnhof. Und ja. Ich gehe mal davon aus, dass hier nichts... Das ist ein Koffer. Nee, da liegt, glaube ich... Da geht es aber rein. Liegt aber, glaube ich, nichts weiter rum. Es ist wahrscheinlich nur, dass man irgendwie hier mal eine Tür aufmachen kann. Hinter mir ist eine Katze. Nicht ablenken lassen. Das ist alles gut so. Die wohnt hier. Nee, also ich sehe jetzt hier nichts, was in irgendeiner Form zu nehmen wäre. Da es hier nicht weiter lang geht, gehe ich davon aus, dass ich da lang muss. Ja, das ist sehr, sehr witzig. Besonders, wenn man so ein empfindliches Mikrofon hat wie das. Was dann gleich so klingt, als wäre es einem auf die Zunge gewachsen. So. Rennen, sagt's mir jetzt, wie es geht. Ich wusste es längst. Das ist ein Weg, der geht wahrscheinlich nur geradeaus. Wir kommen außer Puste. Sollte das... Okay, außer Puste. Es ist ein Herzschlag hörbar. Es mag also so sein, dass man ein kleines bisschen vielleicht auf seine Kondition achten sollte. Jetzt haben wir hier eigentlich nichts weiter. Da geht's lang. Herzschlag ist immer noch da. Okay, aber man merkt, dass er sich beruhigt. Da ist... Jetzt wird der Herzschlag wieder stärker. Ich gucke lieber erstmal zurück. Bin ja so neugierig. Wer meinen Kanal kennt, weiß das. Hier geht es jetzt auf jeden Fall lang. Und ob es hier lang geht, das sehen wir gleich. Der Junge nervt mich schon. Oh. Gesang. Aha. Ist diese Tür oder dieses Tor? Vorsicht vor dem Hund.
Ja, okay. Geht hier aber nicht auf, so wie es aussieht, ne? Zumindest mal zeigt es mir das nicht an. Dann gehe ich mal zurück, den Weg, den ich vorher eingeschlagen habe. Schauen wir mal, wie viel Kondition der Kerl hat. Ich schätze mal, wir müssen nachher vielleicht auch wegrennen. Zumindest mal habe ich das einem Trailer entnommen, den ich mir zu dem Spiel angeschaut habe. Ah, okay. Da geht's jetzt hinein. Und da gibt's, glaube ich, schon wieder was. Nee, das ist, glaube ich, was zum Hören. Ich guck mal, ob es hier was zu lesen gibt, um zu testen, ob das mit dieser Rauf- und Runter-Scrollerei immer noch so hektisch ist. Ja, wir sind der Komponist offensichtlich, ne? Ja, bin schon ein Genie irgendwie, ne? Musikalisch, muss man sagen. Das ist ein Bild, kann man das nehmen? Ne, kann man nicht nehmen. Ja, dann hören wir uns doch mal hier dieses Gerät an, ein Grammophon. And it was in no small part, due to my newfound fame and fortune, that we were able to open Scare Hotel and embark on the charitable work, which... Mother? Mother! Darling, can't you see I'm recording? What have I told you? Never to interrupt when the door is closed. I'm sorry, Mother. Well, no harm done. I shall record this again later. But while you're here, my darling, why not sing for me? Of course, Mother. Okay, war's das? Ja, offensichtlich. Also es stand ja am Anfang des Spiels an, Phonophonen kann gespeichert werden. Eigentlich ist das ein Grammophon, aber... Soweit ich weiß zumindest. Aber dann ist das vielleicht ein Phonophon. Auf jeden Fall hat es mal gespeichert vorher. Vielleicht gibt es aber auch noch andere Geräte zum Speichern hier gegen später. Das ist eine Tafel mit Noten dran. Diese wurde lange nicht benutzt und wird auch jetzt nicht benutzt. So, dann tun wir mal Folgendes. Benutzen jene Tür. Da geht's hinunter. Da unten ist ein Pavillon. Wunderschön. Hier oben liegt noch ein Koffer rum. Das ist nicht zum Lesen da. Gehen wir mal nach unten. Moment, da lang wollte... Ah, ja, okay, jetzt muss ich einen riesen Umweg rennen hier, so wie es aussieht. Sind ja irgendwo so versteckte Sachen oder so, die ich aufheben kann? Ich weiß es nicht. Ah, ich glaube jetzt am Anfang noch nicht. Kann mir durchaus vorstellen, dass man gegen später irgendwelche Gegenstände finden muss. Hilfsgüter, um am Leben zu bleiben. Aber ich glaube, nach dem, was ich gesehen habe, dass es in erster Linie ums Verstecken geht. Das sieht interessant aus da. Ich weiß nicht, was das soll. Das gehört doch da auch nicht. Ah, Hundi, hallo. Und das war ein Mordsschrei und Licht und so. Naja. Interessant, als wäre da eine Art Wesen oder Seele gefangen gewesen, die sich jetzt irgendwie verabschiedet hat. Ja, komm, jetzt rein mal ein bisschen, Kerle, hier. Die 60 Bilder sind nach wie vor ein bisschen instabil. Wie gesagt, wir schauen es uns eine Weile an. Wenn es dann nicht geht, dann schalten wir um. Dann haben wir die halt nicht... Ah, das ist jenes Tor, da waren wir vorher schon. Das haben wir nicht durchschreiten können. Jetzt sind wir dahinter. Okay. Eine Stimme singt nach wie vor.
wird auch lauter, je näher wir dem Haus kommen. Da ist eine Kutsche, die hat eine offene Tür. Da kann man aber nicht rein, okay. Sieht so aus, als hätte sie eben jeden Baum umgefahren, diese Kutsche. Als ob sie nicht daran zerschellt wäre, normalerweise. Da ist was drin, das kann man mit Sicherheit irgendwie benutzen. Um jenes Tor zu öffnen, jetzt muss ich da halt nur reinkommen. Geht das vielleicht? Hier ist eine Tür. So. Also ich habe auf jeden Fall mal was knarren und quietschen hören, das wird schon das Tor gewesen sein. Gehe ich mal von aus. Ich hoffe mal, dass der Gesang nicht zu laut ist. Also das Mikro ist eigentlich so eingestellt, dass alles ganz gut klingt eigentlich. Allerdings kommt mir der Gesang stellenweise doch recht laut vor. Ich hoffe, dass ich da nicht wieder die Toneinstellung ein kleines bisschen verpatzt habe. Aber die wird ja auch nicht die ganze Zeit singen. So, die Delays sind wir soweit da. Endlich am Haus angekommen. Ja, ich weiß, es wäre auch viel schneller gegangen, wenn ich nicht so viel rumgesucht und gelabert hätte. Aber das ist halt so. So. Und jetzt sind wir da irgendwo drin. Aufgabe wurde aktualisiert. Echt? Sehen wir das irgendwo? Dokumente, Fotografen, Erdgeschoss. Aufgabe. Oh, es gibt eine Map. Okay, da ist jetzt im Moment bloß dieser rechteckige Raum im Erdgeschoss, also der Eingangsbereich schätzungsweise drauf. Aufgabe. Gehe ans Telefon. Welches? Da muss ja erstmal eins klingeln. Jetzt höre ich was. Ist das hinter jener Tür? Karte. Ah ja, okay. Da sind also auch Türen angezeichnet. Teilweise auch steht schon da, dass sie verschlossen sind. Links von mir ist wohl das Telefon, rechts von mir ist irgendetwas. Ah. Hallo, ich bin da. Ich soll ans Telefon gehen, aber ich will nicht. Jetzt hat es aufgehört zu klingeln. Oh, jetzt doch. Ah, okay, es geht weiter. Dann gehen wir halt ran. Wo ist das Ding denn? Muss hier vorne irgendwo sein. Kopfhörer sagen mir... Hier vorne irgendwo. Aber ich sehe... Ah, ein solches Telefon. Hallo? Hier spricht Thomas. Bist du das, Elizabeth? Kann ich... kann nichts machen, oder? Nee. Nur dieser eine Text. Thomas! My Thomas! You do not know how wonderful it is to hear your voice. Okay. In deinem Brief stand, was ist hier vorgefallen? Wo bist du? Mau, wo bist du? I'm safe upstairs, but I cannot leave the attic. I've had to lock and bar the door, hide away from the others. Sie muss sich vor den anderen verstecken, auf dem Dachboden. Vor wem musst du dich verstecken? Was ist hier vorgefallen? Okay, da sind jetzt wieder die zwei anderen Fragen von vorher. Also jetzt, die werden wahrscheinlich so lange dastehen, bis ich sie alle gestellt habe. Wie es in manchen Spielen halt so ist. Vor wem musst du dich verstecken, will ich aber jetzt mal wissen. My father and uncle, staff. They have been beguiled by the darkness that inhabits this place. They are no longer themselves, but stalk these halls, attacking anyone that makes a sound. Sie greifen jeden an, der Geräusche macht. Dann mache ich mal lieber keine. Ne? In deinem Brief stand. Was ist hier vorgefallen? Ich mache mal das. Was ist hier vorgefallen? I do not have the words or heart to voice it. It is far too terrible to recount. Please be careful, my love. This place is no longer safe.
Okay, wir müssen sie alle von oben nach unten abarbeiten, sozusagen. I prayed that you received it, hoped that you would come. I know my request must have seemed strange, and I fear it was all for naught, that everything has changed now. Please, Thomas, listen carefully. Ja? Together we can put a stop to all of this. My father made recordings on brass cylinders of a song, a strange melody that affects the mind. If all of the cylinders are played together on the harmonium, this madness will end. You need to find them and bring them to me. Okay. Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich jetzt hier im Spiel schon irgendwelche... Also ich höre definitiv knarren... Jetzt dachte ich gerade, da wäre jemand. Ich höre definitiv knarrende Geräusche. Frage ist, ist das von den Leuten, die jetzt da oben schon rumlaufen und jeden angreifen, der Geräusche macht? Schauen wir mal. Aufgabe wurde auf jeden Fall aktualisiert. Das schauen wir uns jetzt mal an. Aufgabe, suche im Hotel nach Zylindern. Durchsuche das Hotel. Suche nach Zylindern. Also meinst du die Hüte oder was man so eigentlich so an manchen Maschinen dran hat? Zylinder, technisch. Was ist denn das? Scheint es aber durchzugehen. Da hat sich irgendjemand auf jeden Fall mal vielleicht eingerichtet und sich ein bisschen Licht drin gemacht. Egal. Hier knarrt es auf jeden Fall wie blöd rum. Was haben wir hier? Große Wiedereröffnung, Skir Hotel. Sondervorstellung von Elizabeth Williams, der neuen Maid von Skir. Oder Maid von Skir. Tochter... Oh. Tochter des berühmten Gesangswunders Prudence Williams. Genießen Sie die friedliche Ruhe und die Heilwasserquellen von Skir Point. 30. Oktober 1897. So. Sehr schön. Und das geht halt weg, wenn's will, nicht wenn ich das will. Okay. Sehr schön. So, 60 Frames nach wie vor nicht stabil. Wir gucken uns das, wie gesagt. Irgendwie an. In liebevollem Andenken an Prudence Williams, 1852 bis 1894, ist so alt ja nicht geworden, ne? Die Maid von Skir, möge dein Lied auf ewig fortbestehen. Ich habe das Gefühl, unsere Elizabeth wird sterben. Aber naja, das wird sie erst gegen Ende des Spiels oder vielleicht auch vorher herausstellen. Kommt jetzt jemand? Ich hatte bereits geläutet. Wie werden Gäste denn hier behandelt? Ja, gut. Ah! Oh! Aha! Das ist aber... Das kann ich öffnen? Okay, interessant. Da war auf der anderen Seite nochmal eins. Kleinen Moment. Der kriegt hier wieder sofort Puls, wenn du nur zwei Schritte rennst. Was ist denn das für einer? Das geht nicht. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich in den anderen reinkrieche, komme ich vielleicht da wieder raus. Und wie duckt sich der Herr? Macht er das automatisch? Ah ja, ich hatte es mir gedacht. Isaacs Notiz zur großen Wiedereröffnung. Lesen. Okay, warum nicht? Generalprobe für die große Wiedereröffnung. 22. Oktober 1897. Große Orgel vorbereiten. Zusätzliches Personal. Das ist scheinbar erledigt. Also einstellen. Zusätzliches Personal einstellen wurde scheinbar erledigt. Zumindest mal gestrichen. Tonprobe. Bühne vorbereiten wurde auch erledigt. Plakate und Flugblätter für das Hauptereignis am 30. drucken. Dekoration, Wimpel, Banner, zusätzliche Stühle, mehr Wein bestellen. Klavier. Kaviarlieferung. Klavierlieferung. Ja, okay, das ist jetzt mal alles soweit passiert. Jetzt, wo wir gerade dieses nette Dokument offen haben, werde ich kurz mal geschwind was an der Raumbeleuchtung tun, die ich jetzt so nicht mehr benötige. So ist es nun deutlich besser. Schön. Also die Vorbereitungen sind im Gange für diese Veranstaltung oder waren im Gange. Aufzeichnungen, okay. Dokumente, da dürfte das ja jetzt drin liegen. Moment, 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 Dokumente. Isaacs Notiz zur Wiedereröffnung. Genau, zur großen Wiedereröffnung, ja. Also meine Facecam nach wie vor irgendwie blöd platziert da oben. Es geht einigermaßen. Ich werde jetzt keinen neuen Stream starten, nur um die Facecam woanders hinzusetzen. Ich hoffe mal, dass wir
nicht so extrem viele Dokumente lesen müssen. Also wenn das stimmt, was hier steht, 6, 12, 18, dann sind es 30. Ja, das läuft ja. Okay, ansonsten stört es ja nicht. Fotografen haben wir bis jetzt einen in jenem Zimmer. Okay, da sehen wir sogar, wo wir gespeichert haben. Okay, kann man das denn? Ja, man kann die Audio nochmal abspielen, okay. Vielleicht ergibt das im Großen und Ganzen mal einen Sinn, wenn man sie alle gefunden hat. So. Ein altes, knarriges Hotel, nicht wahr? Hier ist. Moment, da ist ein Schlüssel, oder? Nee, ist keiner. Hier würde es aufgehen, wenn wir wollten. Okay, nichtsdestotrotz schaue ich mich in den Räumlichkeiten hier vorne noch ein bisschen um. Das kann man öffnen. Da ist ein Dokument, siehst du? Ah, da decken wir die Karte somit weiter auf. Das ist jetzt richtig kacke, dass wir die Karte da oben rechts haben, genau wo meine Fresse ist. Naja, aber sie schimmert ja leicht durch. Wir werden das meiste, denke ich, sehen. Wir müssen nach wie vor Zylinder suchen. Jetzt sehen wir auch, wo wir sind. Wir sind hinter der Rezeption. Das heißt, da gehen die Räumlichkeiten jetzt weiter. Und es wirkt so, als wäre in dem Raum oben rechts irgendetwas, das eventuell interessant wäre, sich anzuschauen. Soll aber nicht heißen, dass wir da jetzt gleich hingehen, sondern ich will, wie gesagt, trotzdem erstmal hier vorne bleiben. Okay. Da sollten. Hä? Aha. Eigentlich soll ich ja keine Geräusche machen, ich weiß. Vielleicht dient das nachher irgendwie zur Ablenkung oder so, dass man eventuell die herumlaufenden Leute da ablenken kann. Ich hoffe nicht. Weiß nicht, ob ich dann den richtigen Knopf drücke in dem Moment. So, also jetzt schauen wir uns hier wie gesagt noch ein bisschen um. Da kommen wir jetzt wirklich immer noch nicht rein. Da vorne ist noch ein riesiges Treppenhaus. Das haben wir gelesen. Eine weitere Rezeption. Nee, das ist eine Bar. Das ist eine Zapfanlage hier. Oder? Sieht mir zumindest wie eine solche aus. So. Alles klar. Tür ist zu. Und da ist eine Spieluhr. Okay, interessant. Interessant. Da würde es jetzt auch lang gehen. Wir haben eine Karte. Wo sind wir? Wir sind da. Okay, da kommen wir in jenen Gang rein. Alles andere scheint relativ offensichtlich verschlossen zu sein. Da vorne flimmert irgendwas. Wir bleiben trotzdem mal hier vorne, schauen uns ganz gemütlich um. Wir haben ja Zeit, ne? Unser Angebetete ist auf Dachboden, hat sich eingeschlossen, ist in Sicherheit, einigermaßen, ne? Wir müssen uns um nichts kümmern, das macht ihr alles selbst. Ja. Also mit den Geräuschen haben sie es mal gut gemeint hier, muss ich sagen. Also, bin das ich oder ist das jemand anders, der diese hier erzeugt? Oh, ich habe sogar einen Schatten. Cool. Hat man auch nicht in jedem Spiel, ne? Muss man ja mal sagen. Blöd, wenn man dann vor dem immer erschrickt. In manchen Situationen. Hier ist nichts. Ich fühle mich schon ein bisschen unwohl, muss man schon sagen. Ich weiß gar nicht, ob das. Also entweder bin ich schon echt müde, oder aber ist das Bild so leicht verschwommen gemacht. Also ist auf jeden Fall kein gestochen scharfes HD. Was? Wollte ich gar nicht. Okay, er macht automatisch das Menü auf, wenn ich Tür. Ah, jetzt. Dieser Gegenstand kann nicht benutzt. Ah, ich werde natürlich einen Schlüssel brauchen, der eventuell hier irgendwo rumliegt. Alles klar.
Dann gucke ich mich erstmal hier nochmal genauer um, aber hier war, glaube ich, nichts. Toilettentüren, da kann man nicht weiter aufmachen, wie wir das wollen. Nee. Nase juckt auch schon wieder. Immer wenn die Streamer juckt die Nase, das ist merkwürdig. Ach, das war jene Tür. Aber da ist auch ein komisches Symbol dran. Sieht aus wie ein Krake oder halt so ein Tintenfisch, aber ein böser Tintenfisch. Ein bisschen HP Lovecraft mäßig. Lassen wir uns mal überraschen. Ah ja, das große Treppenhaus, jenes welches wir bereits beschritten. Es gilt meines Erachtens einen Schlüssel zu finden. Da kann man speichern. Gucke mal. Das mache ich auch sogleich. Und ein Audio müsste ablaufen. Ja. Take all hells! Is that filthy mongrel inside again? Father! She still pines is all. She misses... I'll give it a reason to pine. Come here, you mutt! Okay. Abraham! Where is that useless brother of mine? Father, please! Please, she just misses mother. Abraham! Abraham! I'll be rid of this dog once and for all! Oje. Okay, dem Hund wurde scheinbar was angetan. Da haben wir einen riesigen Haken. Ich weiß nicht, was der in dem Regal verloren hat, ehrlich gesagt. Der sieht ja nicht so aus, als wäre er dafür gemacht. Egal. Geschweige denn, das Regal sei dafür gemacht. Es gibt Bücherregale. Es gibt merkwürdige Gestalten hier. Da ist nichts drin. Also mit der Framerate kotzt mich schon ein bisschen an. Also ich finde, das ist heutzutage auch von einem kleinen Entwickler machbar, dass das flüssig läuft. Tür ging wieder zu. Treppenhaus? Okay, jetzt weiß ich, da sind wir hergekommen. Okay, ab und zu mal in die Karte schauen. Ich denke mal, dann sehen wir auch, wo wir vielleicht... Moment. Ja, dann sehen wir auch, wo wir vielleicht schon waren. Hier waren wir jetzt gerade drin. Ja? Ja, genau, da ist das Grammophon hinten oder Phonophon, wie auch immer. Und da sehen wir auch schon, dass wir da was gemacht haben. Ich kann die Karte leider nicht hin und her bewegen. Das heißt, sie wird wahrscheinlich auch in dem Moment jetzt nicht größer werden. Okay, an jener Tür da unten wird jetzt angezeigt, dass da dieser Tintenfisch oder Kraken drauf ist. Das heißt, da ist definitiv irgendwas zu tun. Okay, dann gehen wir jetzt mal dahin. Diese Tür ist noch Nein. Ich komme gleich. Ich komme. Ganz ruhig. Let me out, for heaven's sake, let me out. Wo geht denn da lang? Da geht es... Wo bin ich eigentlich? Ach, da vorne. Okay, da geht es wieder ein bisschen im Halbkreis und dann sind wir wieder da vorne. Okay, alles klar. Ja. Ist jetzt echt ungünstig mit der Facecam, aber naja. Sollte ich einen zweiten Stream zu diesem Spiel machen, dann werde ich die Kamera auch entsprechend umsetzen. Ich glaube auch nicht, dass ich das Spiel jetzt heute in seiner Gänze abschließe. Hier, hallo! Okay, das scheint eine kleine Kapelle nicht. Aber auf jeden Fall ein Raum zu sein, in dem des öfteren Gesang dargeboten wurde. Deswegen wird ja auch gerade gesungen. Und ich hoffe, dass man mich noch einigermaßen versteht, obwohl das so laut ist. Wenn nicht, dann ist das halt so. Okay, also da vorne liegt ein Dokument herum. Das werde ich gleich lesen. Jetzt gehe ich aber erstmal zu dem Herrn da an der Tür. Help. Is anyone there? Ja, ich komme.
Hallo. Who's there? Who are you? Mein Name ist Thomas Evans. Das stimmt. Henry. Henry Hughes. You must get me out. Hurry. We must get this door open. Warum? Was? Warum hat man sie eingesperrt? Ich werde nach einem Schlüssel suchen. Warum hat man sie denn eingesperrt? Ich werde Ihnen das andere ja eh noch verklickern. Rogues. They're trying to kidnap me. Please hurry. Do something. Da ist auch wieder so eine Krake dran, aber die hat, glaube ich, ein bisschen anderen Blick. Gucken wir uns aber gleich nochmal genau an. Ich werde nach einem Schlüssel suchen. What? No, no, don't leave me. They might return any minute. Oh, do something. I can't break it down from my side. Treten Sie zurück. Oh, will ich die jetzt eintreten? Okay. Hab ja keine Wahl, ne? So wirklich. Good. Good. Try again. Harder, man. Throw yourself into it. Wait. No. They're coming. Oh, God, please, no. No, don't do this. Whatever you want, I... Das ist aber jemand mit ganz schönen Füßen. Scheiß die Wand an. Ich geh mal lieber nicht da rein.